Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 3 Titan Lords. Tja, wir sind hier auf Taranis. Wow, ich hab's richtig gesagt. Und das ist die Insel der Magier. Eine Donnerinsel auch genannt. Oder die Donnerinsel genannt. Ich bin gerade hier am Plündern. Wer hätte das gedacht? Bin halt immer noch ein Pirat. Okay, das ist alles für den Hugo. Dann würde ich sagen, so vielleicht, dann so und dann so. Jawohl. Gut, gut, gut. Bier, Brot und Gold. Brauchen wir immer. So, und dann sind wir schon fertig. Wir werden auch gleich den werten Herrn Baker hier bitten, dass er mit uns zu den Magiern geht. Bring mich zu den Magiern. Bitte. Na, dann komm mal mit. Gerne. Und da sind wir jetzt nämlich zu dritt. Und wenn es hier Viecher gibt... Überall auf Taranis wachsen Kristalle. Magische Kristalle. Die setzen wir in die Artefakte ein und wirken damit mächtige Zaubersprüche. Bleib schön an meinem Heck! Wo wir gerade hier sind, vielleicht finden wir in der Höhle noch ein paar Kristalle. Ist sie denn sicher? Ich war zwar schon mal drin, aber du weißt ja, wie das mit Viechern ist. Manchmal kommen sie wieder. Du kennst dich aus. Also... Riskieren wir einen Blick? Ja, bitte, klar. Durchsuchen wir die Höhle. Klar, durchsuchen wir die Höhle. Da höre ich doch schon die Monster. Auf geht's. Ja, großartig. Wurscht, sind alles Erfahrungspunkte für uns. So, können wir gleich mal die Buffen zücken. Die Biester lernen es nicht. Schau, da ist er. So. So. Na, geht schon. Hallo? Passt. Aua, aua, aua. Hallo? Wo ist denn da? Da. Au, au, au. Jawohl, der hat gesessen. Da vorne ist noch einer. Zack. Zack. Jawohl. Richtig. So, dann schauen wir mal. Boah. Folge mir einfach. Hier drinnen nebelt. Da hätten wir gleich schon mal so einen Kristall. Schön. Ja. Das war's. Ich bin fertig hier. Gehen wir weiter. Alles klar. Was? Jetzt schon? Davon sind noch Viecher. Schaffen wir das. Ob das vielleicht ein Schmäh war, dass er uns loswerden möchte? Aber wenn sie neue Rekruten suchen, was sollen wir bringen? So. Mehr von sich. Nein. Und haben tut er für uns aber auch nichts. Was sollte das denn jetzt gerade? Folge mir! Ja. Versuche ich ja eh, aber du bist ein bisschen komischer. Na, der. Zuerst hier noch. Wir haben zum Glück hier unseren Kumpel. Da gibt es noch ein magisches Erzel. Hier schaut es ja aus, wie wenn Nebel wäre hier drin. So, eine Truhe, die machen wir auch auf. Ich habe keine Ahnung, ob ich das richtig mache. Nein. Jetzt vielleicht? Nein. Okay, das ist auch falsch. Das ist auch falsch. Meine Güte. Das ist auch falsch. Mann, ey. Jetzt vielleicht. Jawohl. Okay. Abgesägte. Was? Goldwert 400. Schaden 5 bis 50. Kritische Treffer 15%. Reichweite Nahkampf. Munition Schrot. Fähigkeit Pistolen beeinflusst Schaden. Pistolen mit 0, also minus 5. Handlich und effektiv. Die Abgesägte. Okay. Fusel. Schnaps des Alchemisten. Hilft dir, nützliche Pflanzen zu finden. Blutwurzel, magischer Kristall und Runenhaut. Bitte, nehmen wir alles mit. Danke. So. Hier ist ein Schmarmerl. Das brauchen wir für Proviant. Apropos Proviant. Mahlzeit. So. Mahlzeit, 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 Mahlzeit. Ich glaube, da wäre auch noch irgendwo schwammig gewesen, oder? Nicht?
Den Ratten tue ich nichts, wie gesagt. Ich halte selber Farbmäuse, also den Tierchen passiert hier nichts. So. Folge mir einfach! Ja. Ich probier's mal. Wäre eigentlich speicherungswürdig, ne? Würde ich sagen, speichern wir lieber. Hierhin. Ja, bitte. So. Folge mir! Ja. Ich komm schon. Es gibt zwei Wege zum Lager. Ja. Der Weg oben durch die Höhle ist kürzer, aber man sieht nicht so viel von der Insel. Der Weg unten durch das Tal ist etwas länger. Die Entscheidung überlasse ich dir. Also? Nehmen wir den längeren Weg. Würde ich sagen. Lass uns den längeren Weg durch das Tal gehen. In Ordnung. Weil, vielleicht haben wir Riesenglück, ne? Und wir können noch ein paar Gegner mehr besiegen. Folge mir einfach! Und da wir dann zu dritt sind, ist es doch einfacher. La 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 la. La 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 la. Oh. Ja, au. Eine Wasserechse, Autschi. Au. Keine Munition. Das ist super. Hey, ich hab zu früh. Entschuldigung. Jawohl. So schaut's aus. Schöner Ausblick, was? Ich bin nicht wegen dem Ausblick hier. Na, dann komm. Aufgepasst jetzt. Kann sein, dass hier auch noch besonders fiese Viecher rumlaufen. Okay, warte. Ich will nur ganz kurz hier kurz herschauen. Taraniskraut. Wieder was Neues. Eine Ente. Oh. Hier sind Mini... Was? Minenkobolde. Der ist nochmal erledigt. Oh mein Gott. Was kommt denn da schon wieder? Au. Zack. Au. Au. Ich glaube, ich muss was trinken. Oder essen. Zack. Na, geht schon. Au, au. So, geht ja. Ja. Magischer Kristall hat er sogar. Ist hier noch was? Grog? Scheint so, als hätte hier jemand das Wasser vom Wasserfall abgeschöpft. Wasserstelle, okay. Ja. Das war dann wohl schlau, ne? Oder wie? Kann ich das ernten? Ja, kann ich ernten. Mach ich noch kurz. Warte mal. Wer weiß, für was das gut ist, ne? Da wir jetzt eh so viele Leute sind hier, könnte das durchaus... Könnte das nicht schaden, ne? Der ist nix, okay. Warte, ich muss mal kurz... sicherheitshalber, ne? Für den Fall, dass hier noch mehr Getier ist. Was haben wir hier? Eisenerz. Und Feuerblume. Aha, ich glaube, da kommt was. Ich glaube, da kommt was. Oder auch nicht. Bleib schön an meinem Heck. Ja, eigentlich würde ich schon gern da noch ein bisschen, ne? Wenn ich schon, weißt du, wenn ich schon mal da bin. Warum nicht, oder? Kann ich doch machen. Was wir haben, haben wir, oder? Achso, da müsste ich direkt hier runterhüpfen, das will ich aber auch nicht. Na, lass mal das gut sein. Das erkunden wir mal ein anderes Mal. Vielleicht führt eine Quest hierher, ist dann vielleicht sogar besser. Glaube ich. Ich komm schon. Folge mir einfach. Jawohl. Ich komm schon. Tja. La 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 la. Zocki die Unentschlossene. Aha. Da vorne ist schon soweit. Tanariskraut, das nehmen wir gleich mit. Ich gehe da oben rüber. Du kannst unten, wenn du möchtest. Nicht? Dann komme ich runter. Bleib schön an meinem Heck. Jawohl. Klingenblatt. Scavenger. Ja, das sind Scavenger.
Bam! 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 Da vorne. Also ich sammle das gleich mal ein. So. Sehr gut. Nehmen wir alles mit. Huch! Folge mir! Ja. Die Ente badet hier. Schau mal, sie schwimmt, oder na? Sie watschelt. Schade, es hat gerade ausgeschaut, wenn Folge sie schwimmen mir wird. Mir nach! Mir nach, jawohl! Aha, davon haben wir einen Rhino-Viech. Ist da hinten auch noch was? Eine Blutwurzel. Aber sonst ist da nichts. Okay. Twitcher, 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 Twitcher. So. Bleib schön an meinem Heck. Ja. Jetzt müssen wir nur noch den Weg rauf. Gut, dann weiter. Fast vergessen. Wenn du bei den Magiern bist, schau dir unbedingt den Reaktor an. Ist ein echter Hingucker. Aha. Oh. Folge mir! Ja, ja, ich komm schon. Ich brauche noch ein bisschen länger. Ich bin ortskundig. So, ja, genau das will ich haben. Genau den suche ich. So. Bitte. Einsetzen. Geht doch. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, das Fingerblattl nehmen wir mit. Da haben wir eine Beere. Nehmen wir sich auch mit. Folge mir einfach! Jojo, ich hab müssen den aktivieren. Okay. Kommt mir bekannt vor. Kommt mir bekannt vor. Boah, sagt mir aber auch ein bisschen. Ganz ehrlich gesagt. Ein Gürteltier. Oh, denn sind Viecher. Gehen wir mal zuerst zu die Magier. Schauen mal, vielleicht gibt es hier Quests, die man dann gleich mit unserer Erkundung kombinieren können. Ist vielleicht schlauer. Ich kim schon. Da ist gleich noch eine Beere. Na, so Schwammerl. Okay. Entschuldigung. So. Ja, ich kim schon. Entschuldigung. Bleib schön an meinem Heck. Jawohl. Wir sind da. Sehr gut. Willkommen im Lager. Ja. Sieh dich erstmal um. Ich muss noch was klären. Wir sehen uns dann. Alles klar. Alles klar. Es ist ein bisschen her, seit ich das letzte Mal hier war. Und? Hat sich nicht groß verändert. Es stinkt wie eh und je. Schön! Käse, Grog und Schreibfeder. Wir nehmen alles mit. Na, hast du Frischfleisch mitgebracht? Wie läuft's am Hafen? Da unten habe ich alles im Griff. Aber ich hörte, hier oben herrscht das totale Chaos. Bist du nur gekommen, um mir auf den Sack zu gehen? Kommt darauf an. Hast du meinen Rum? Natürlich, es ist alles da. Ausgezeichnet. Dann will ich mal wieder. Ist auch immer das Gleiche mit den Männern. Man ruft zum Essen und sie kommen nicht. Ja, weil sie keinen Bock haben. So, servus. Ist was? Ich arbeite. Sehe ich. Für mich sah es so aus, als stehst du nur so rum. Was gibt's denn hier zu tun? Für mich sah es so aus, als stehst du nur so rum. Ja. Ich stehe nur rum? Ich sorge dafür, dass jeder dort ist, wo er hingehört. Ach komm, wir wissen doch alle, dass du nur den Kram machst, auf den sonst keiner Lust hat. Halt du dich da raus! Mich wundert es bis heute, warum sie dich aufgenommen haben. Ohne mich würde der Laden hier gar nicht laufen. Okay, und jetzt erzählst du mir, wer hier wirklich das Sagen hat. Du meinst General Magnus, nehme ich an. Der steht meistens drüben auf dem Platz vor der großen Halle der Magier. Alles klar. Weitermachen. Ja, ich hab noch zu tun. Ja. Na, gnädige Frau, darf ich rein? Hallo Paula, wie geht's dir? Du verschmutzt den ganzen Boden! Kein Problem, ich habe ganz saubere Schuhe. Das bisschen Dreck, boah, na. Kein Problem, ich habe ganz saubere Schuhe. Ha, von wegen. Ihr Männer habt nie saubere Schuhe. Ich hab's Talbot schon so oft gesagt. Mir ist es egal, wie andere Häuser hier aussehen. Aber wenn jemand mein Haus betritt, bleiben die Schuhe
draußen! Also macht Talb... Was macht Talbot so? Warum hast du so ein Problem mit Dreck? Das können nur Männer fragen, echt. Was macht Talbot so? Ein Nichtsnutz, das ist er und mehr nicht. Hängt den ganzen Tag nur draußen herum, anstatt mir mal im Haus zu helfen. Warum hast du so ein Problem? Warum hast du so ein Problem mit Dreck? Warum? Wegen dem Ungeziefer natürlich. Wir haben hier sowieso schon die Ratten im Haus. Dauernd hört man das Schaben und Kratzen hinterm Haus. Das Geräusch macht mich noch wahnsinnig. Und Talbot, der verdammte Faulpelz, meint, das wäre normal. Ich könnte nachschauen, wenn du möchtest. Ich könnte mal nachschauen, wenn du willst. Wenn du rausfindest, was es ist, wäre ich dir sehr dankbar. Ich werde mal schauen, ob ich nicht auch eine kleine Belohnung für dich habe. Es wird mir schon reichen, wenn ich mit schmutzigen Schuhen bei dir da rein dürfte. Ins Haus. So. Taranis Pant 2. Warte, ich werde mal ganz kurz speichern. Wenn ich hier stipitze, dass hier nichts passiert. Da liegt so viel dazu, ne? Dreckige Schuhe. Die Betten sind nicht gemacht und hier liegt haufenweise Kleidung. Also, gnädige Frau, so schlimm kann es jetzt echt nicht sein. Sie hat nichts mitbekommen. So, also, wir haben ein Buch bekommen, ne? Dann gucken wir mal, ne? Gucken wir mal rein. Taranis Band 2. Da fehlt ein Band 1. Der zweite Teil der Tagebuchreihe eines Magiers von Taranis. Warten. Da brauchen wir noch den ersten Teil, bevor wir anfangen zu lesen, glaube ich. Ist, glaube ich, schlauer. Hinterm Haus. Lautes Gürteltier. Bist das du? Muss ich das jetzt kaputt hauen? Es tut mir fast leid. Hat nichts gespürt. Tut leid. Ah, so ist das halt. So. Jetzt wäre es blöd gewesen, wenn es eine Ratte gewesen wäre. Du, das war ein Gürteltier. Ich habe die Quelle des Lärms beseitigt. Tatsächlich? Hm. Ja, es ist alles ruhig. Was war's? Ein Gürteltier, das hinter dem Haus gewohnt hat. Ha, ich wusste, dass es Ungeziefer ist. Talbot wird was zu hören bekommen. Hier, nimm das als Belohnung. Mein Beileid. So. Gut. Hätten wir das auch geklärt. Wenn du mich fragst, war es die richtige Entscheidung, diesen kleinen Viechern ihren eigenen Platz zu geben? Wieso? Naja, wenn was verloren geht, weiß man genau, wo man gucken muss. Ja. Abbas, hallo. Ein neuer Homie im Lager. Abbas kennt sie alle. Erinnert sich noch gut an die Zeit, als es hier nur Wiesen und Bäume gab. Ach, so wie es jetzt ist, gefällt es mir besser hier. Kennst du viele Geschichten über Taranis? Kennst du viele Geschichten über Taranis? Jep, Homie. Wir Gnome waren vor den Magiern hier. Als die Magier kamen, boten sie uns ein Geschäft an. Sie uns Gold geben und wir arbeiten für sie. Wenn Homie Gold hat, kann Abbas Dingi verkaufen. Oder Geschichten erzählen. Was ist deine Aufgabe hier? Was ist deine Aufgabe hier? Abbas ist ältester der Gnome. Häuptling. Achtet auf sie und sammelt Glitzersteine für Magier. Leider hat Abbas Lami verloren. Er war fleißigster Gnome von allen. Ich werde nach Lami Ausschau halten. Ich werde nach Lami Ausschau halten. Famo, Humi. Luki, Luki. Erzähl mir was. Erzähl mir was. Erzähl mir was über euch Gnome. Erzähl mir etwas über euch Gnome. Wir sammeln Dingi auf jeder Eila. Auf jeder Insel. Sind immer auf der Suche nach dem schönsten Dingi überhaupt. Dem Aurikulki. Ja. Warum? Jeder Gnu braucht am Ende sein Aurikulki, um mit Ehre von dieser Welt zu gehen. Das ist unsere Bestimmung. Ja. Aha. Ich meine, die 5 Gold, das ist nicht viel, das können wir ihm gerne zahlen. Wer hat hier was zu sagen? Wer hat hier was zu sagen?
Magnus ist wichtiger, Homie. Mhm. Sagt allen anderen, was sie tun sollen. Größter Magier ist Zacharias. Aber er ist immer beschäftigt. Leichter zu reden mit anderen Magier. Wenn du willst lernen, geh zu Stanley, Gordon und Hartwig. Und ja, Roderich macht leckere Suppe. Was hat es mit den Kristallen auf sich? Jip, Homie. Magier wollen Glitzersteine aus Kawa, aus den Minen. Gnu helfen dabei. Hier auf Kristallinsel, es gibt viele Kawas. Und weil wir viele Gnu, wir bringen viele Glitzersteine. Die Humis auch brauchen für Bau von große Steinkreis unter Brücke. Was kannst du verkaufen? Gucki Lucki. Proviant haben wir echt viel Fusel. Wäre nicht schlecht, fast Fusel. Fusel wäre wirklich nicht schlecht. Wie viel heilt das nochmal? Billiger Fusel, aber er wirkt. 31 heilt er uns. Im Vergleich Blutregeneration 20. Lecker, nom nom. Jo. Mimi, jo, warum nicht, oder? Jo. Blunder, haben wir irgendwas zum Hergeben? Gabel, 36 Gabel. Da kann er gerne ein paar haben. Krüge kann er auch haben. So. Löffel kann er auch haben. Eine Pfeife. Ein Fernrohr. Handspiegel. Ja. Habe ich jetzt das gekauft? Ich bin ein Trottel. Zurücksetzen. Bin ich blöd? Entschuldigung. Ich habe vergessen, bei mir zu schauen. Ja, das war jetzt nicht so schlau. Das dachte ich mir schon, hä? Wir haben jetzt wieder so viel. Wo habe ich das denn her? Ich bin doof. So. Scheibe. So, ja. Ah, da gibt es verschiedene. Also Wurfmesser und Wurfdolch. Okay. Okay, jetzt war ich gerade verwirrt. Funkelnder Goldring. Kann ich einen hergeben? Fackeln haben wir echt viel. Bringt Licht ins Dunkel, aber lasse ich vielleicht noch. Vielleicht brauche ich das Zeug noch irgendwo, irgendwann. Schmerztöter lasse ich mal. Die Blümchen lasse ich mal. Jetzt kann ich hier mal auf Blunder gehen bei uns, ne? Ne Sonne. Die Silbersachen lasse ich lieber mal. Jagdhorn kann ich eines hergeben. Da kann ich zwei hergeben. Pokal kann ich drei hergeben. Rubin, das lasse ich noch. Magischer Kristall lasse ich auch noch. Alter morscher Knochen kann ich ein paar hergeben. Magische Zutat. Zähne kann ich auch ein paar hergeben. Spinnenbeine für Voodoo-Magie. Sicher. Voodoo-Magie, das war jetzt Voodoo, ne? Du hast dann dummer Handel akzeptieren. Gutes. Servus. Schleich. Die Muschel nehmen wir mit. Da ist noch eine. Sonst haben die nicht so viel, ne? Die haben da nicht so viel. Spielstand wurde erstellt. Gut, haben wir was mit altem Wissen. Das mit der Bepflanzung ist toll, finde ich. Das gefällt mir. Die haben hier einen kleines Gärtnerhäuschen. So, hier ist noch was. Vielleicht Jadestein. Kann man bei dem Buch was machen? Nein. Jadestein, ja, mir aus. Besser als nichts, ne? Würde ich mal sagen. So, da haben wir noch eine Truhe. Ein Teleporting sehe ich. Wasser und Gold nehmen wir alles mit. Hier ist ein Teleportstein. Die Maki-Beere wäre cool. Hey, Ato! Hä? Hat er gerade geklatscht, weil ich ihm was gestohlen habe? Okay. Kasim. Hallo, Kleiner. Ja.
Palulpo de Paganupsi. Was? Ja, was auch immer. Ne? Du nix verstehen? Na. Gut, ich nämlich nix Monolithstein. Alle weg, nix mehr Kasim Habestein. Du nix hauen, Kumpognom. Okay, na, wieso? Ja, schon gut, ich verstehe schon. Du hast die Steine nicht mehr, schon klar. Gib, gib. Ja? Monolithenstein? Ich sollte dem verantwortlichen Magier von dem kleinen Kerl hier erzählen. Monolithenstein, okay. Nix mehr haben, gut schon. Tja. Humi. Das ist das wie ein kleines Vogelhäuschen, das Ding da. Ich glaube, das ist auch ein Vogelhäuschen. Niedlich. So. Mal schauen, was es hier noch gibt. Einen Hocker. Ich sehe einen Jadestein. Und nichts mehr sonst. Okay. Gut. Dann wären wir hier schon mal fertig. Wenn was verloren geht, kann man es wieder. Weiß man, wo es ist. Das ist auch nicht schlecht. Ja, Wasser trinken wir gut. Wir schauen schon wieder ganz durstig aus. So, mal schön sauf. Der Ort hier kommt mir bekannt vor, hat er gesagt. Warum? Hallo? Ich glaube, da ist Finst und jemand ist schlafen gegangen. Ich speichere nochmal kurz. So, und ja. Gewöhnliche Waffen. Nur selten kamen geölte Kurbelwellen in Armbrüsten zum Einsatz, obwohl ihre Effizienz auf der Hand lag. Seit die meisten Schützen auf Schusswaffen umgestiegen sind, dürfte es dort bestimmt niemanden mehr interessieren. Ein letztes Exemplar soll einem Leuchtturmwärter auf Kalador gehört haben. Aha. Die geölte Kurbelwelle. Okay. Den Rohstahl nehmen wir mit. Eine Werkbank haben wir da. Ein Fernrohr, ein Apfi. Looky, look, look. Da hinten ist, glaube ich, auch was. Na, das schaut nur so aus. Aber einen Runenstein. Wow. Einen Runenstein. Das erinnert uns an alte Tage. Als es noch magisches Erz gab. Da schnarcht jemand. Wie so ein Ork. Vielleicht hat er auch nur Schnupfen. Die Nase ist zu. Das könnte auch... Könnte auch sein, wollte ich sagen. Bin schon weg. Aha, da haben wir auch was. Guten Abend. Da haben wir Gold. Also für das, dass er so schnarcht, kriegt er aber schnell mit, dass wir hier sind. Erst bis da runter schnarchen, ey. Ist ja schon eigentlich eine Kunst, oder? Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Aha. Ja, gut. Nein, Entschuldigung. Den Rohstahl wollte ich haben und die Schädelblüte. Da hinten ist irgendwas gestorben. Hüp. Also, ich will ja nichts sagen, ne? Aber wenn hier mal ein Angriff ist, ne, dann schauen die alle lieb aus. Ich will es gerne nochmal oben probieren, ob ich jetzt was stibitzen kann. Das wäre hervorragend. Der schnarcht wie so ein Pferd, oder? So in der Richtung. So. Behalte deine Finger ja bei dir. Habe ich nichts gemacht.
Gordon. Du bist kein Wächter, Gordon oder? Bleu, wie geht's dir? Nein, die Magier haben mich gerettet. Dafür leiste ich meinen Beitrag hier im Lager. Ich verstehe zwar nichts von Zauberei, aber eine ordentliche Klinge kann ich schmieden. Und solider Stahl ist ein treuer Begleiter in diesen Zeiten. Ja, das stimmt. Du willst die Schatten mit ordinärem Stahl aufhalten? Wenn du wüsstest, was man mit meinem Stahl alles anstellen kann. Wir werden mehr als das brauchen, um sie aufzuhalten. Was machst du, wenn du mal nicht an der Schmiede stehst? Schnarchen, wie es ausschaut. Was machst du, wenn du mal nicht an der Schmiede stehst? Schlafen. Siehst du es? Was? Na schön, ab und an genehmige ich mir einen nach Mitternacht in der Taverne. Wenn du ständig auf den Amboss haust, fängt die Hand an zu zittern. Da hilft eine ordentliche Pulle wieder Ruhe in die Knochen zu bringen. Und wenn dann noch einer gegen dich im Saufen antritt, ist die Nacht gerettet. Wovor haben die Magier dich gerettet? Schätze, die Geschichte ist zu lange her, als dass sie dich interessieren könnte. Dann liegst du falsch. Erzähl mir die Geschichte. Stimmt, die Geschichte interessiert mich tatsächlich nicht. Na, erzähl mal und dann müssen wir den Part beenden. Da liegst du falsch. Erzähl mir die Geschichte. Sie beginnt in der Zeit, in der Inquisition und Magier noch gemeinsame Sache gemacht haben. War damals schon Schmied. Hab eine Überstunde nach der anderen abgerissen. War so überarbeitet, dass ich bei einer Klinge vergessen habe, sie vernünftig zu falten. Ui, das ist schlecht. Okay, du hast eine schlechte Klinge geschmiedet. Und weiter? Okay, du hast eine schlechte Klinge geschmiedet. Weiter? Tja, genau das Mistding ging an unseren Kommandanten. Ui. Brach natürlich im entscheidenden Moment ab. Wollte mir dafür den Arsch aufreißen. Also habe ich die Sachen gepackt und bin bei den Magiern untergekommen. Ohne sie hätte ich es nie geschafft. Ja, ist klar. Das ist nicht so schön. Eine Rückkehr zur Inquisition ist für dich also ausgeschlossen. Eine Rückkehr zur Inquisition ist für dich also ausgeschlossen? Absolut. Glaube kaum, dass sie einen Fahnenflüchtigen mit offenen Armen empfangen würden. Nein, mein Platz ist jetzt hier. Die Magier werden das zu Ende bringen, was die Inquisition nicht konnte. Das wäre? Die Titanen ein für alle Mal besiegen. Ich glaube, ich habe genug gehört. Alles klar. Na gut, kannst du mir was vom Schmieden her beibringen? Kann ich das Schmieden Bitte. Bei dir lernen? Ich schulde den Magiern einiges, also wirst du mich bezahlen. Aber denk dran, wer sich vor Funken fürchtet, gibt keinen guten Schmied ab. Ist Wenn klar. du nur eine bessere Waffe brauchst, kann ich dir eine verkaufen. Na dann, lassen wir das mal. Vielleicht beim nächsten Mal. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!